Was geht ab? Hier ist euer Jungs Sam Desio und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich höre auf. Ich höre auf mit der Verlosung von letzter Woche. Ihr habt doch nicht wirklich gedacht, dass ich jetzt mit YouTube aufhöre, oder? Seid ihr bescheuert? Für die Leute, die nicht wissen, was abgeht, letzte Woche habe ich so meinen 2-Millionen-Special eine kleine Verlosung gemacht, habe etliche Amazon-Gutscheine verschenkt und ich habe 3 PlayStation 4 verlost, ein iPad und ein iPhone. Boom! So viel gab es, glaube ich, noch nicht bei irgendwelchen YouTubern draußen. Also, falls du noch nicht abonniert hast, ja, selber schuld. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht dann mal jetzt abonnieren, hä? Und es ist jetzt soweit, die Gewinner wurden gekürt. Denn ich habe von allen Kommentaren von euch in diese Seite in so einen random Comment Picker reingesteckt und die Kommentare raussucht, die gewonnen haben. Ich muss eine Sache sagen, und zwar, es waren über 300.000 Kommentare. Oh mein Gott, Digga. 300.000 Kommentare, Digga. Ihr seid so krank, ich schwör's euch. Aber bevor ich euch sage, wer von euch da draußen gewonnen hat, möchte ich noch mit euch über etwas reden. Und zwar, wisst ihr ja, ich habe auch Instagram, ne? Hat ja jeder so. Und ich habe mir gedacht, ihr seid in letzter Zeit so krass auf YouTube am Start, ihr seid so aktiv, ihr gebt so viele Likes, unfassbar. Da habe ich mir gedacht, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, auch mal auf den Instagram ein paar Likes zu ergattern. Und zwar muss ich euch das sagen, ich habe Instagram schon seit Ewigkeit, habe 1,7 Millionen Follower. Und ich hatte noch nie irgendein Bild mit 100.000 Likes. Noch nie! Noch nie! So viele Leute haben immer so 100.000 Standard auf den Bildern, aber ich nicht! Deswegen habe ich jetzt ein neues Ziel, und zwar ist mein neues Ziel, 100.000 Likes auf ein Bild zu bekommen. Und deswegen frage ich euch, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ne, ich meine es komplett ernst. Mein meistgelikedestes Foto auf Instagram, das zeige ich euch mal ganz kurz. Das ist dieses hier. Mit 95.000. Leute, das ist Kevin James. Das Bild hat 3 Milliarden Likes verdient. Kevin James ist der krasseste. Nicht mal das hat 100.000. Nein, deswegen habe ich jetzt die Mission 100 ins Leben gerufen. Und zwar frage ich euch, schaffen wir es, dass ein Bild von mir 100.000 Likes bekommt? Check auf jeden Fall mein Instagram aus und like das letzte Bild. Oder like allgemein mal das, was das Zeug hält. Und like die kommenden Bilder. Denn ich glaube, wir können es tatsächlich schaffen, dass meine Bilder 100.000 Likes bekommen. Ich glaube nicht, dass wir es sofort schaffen. Es kann ein bisschen dauern, weil es ist echt viel. Aber wir zusammen, in geballter Kraft, glaube ich, können das schaffen. Das wäre krass, das wäre meine Bitte. Müsst ihr aber nicht machen. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, ihr wollt wissen, wer von euch da draußen gewonnen hat. Deswegen höre ich mal jetzt auf zu labern. Hier die Gewinner von letzter Woche der Verlosung. So, meine Freunde, es ist gerade, lass mal schauen, 15 Uhr. Und wir wollen jetzt mal die Gewinner von der Verlosung bei dem 2-Millionen-Special herausfinden. So, das ist ganz einfach. Dazu nehmen wir den Link, gehen wir hier auf YouTube Random Comment Picker. Also das ist eine Webseite, die zufällig Kommentare raussucht, genau für halt so Verlosung, wie ich sie gerade mache. Dann nehmen wir den Link, packen wir hier rein und Load Comments. Weil es unfassbar über 300.000 Kommentare waren, kann das ein bisschen dauern. Das sind jetzt die ganzen Kommentare, die rausgefiltert werden. Und dann wollen wir mal gucken, wer von euch gewonnen hat. Gut, das kann ein bisschen dauern. Ich gehe erstmal zum Strand. Tschüss. Wenn es geht. Perfektes Strandwetter. Perfekt. Wo gehen die alle hin? Hier bin ich wieder, es ist jetzt da, haben wir die Uhr, 20:02 Uhr, ich war noch ein bisschen unterwegs, hab ein bisschen gechillt, Film geguckt, alles drum dran. Und die Kommentare sind alle gezählt worden von diesem Programm oder dieser Seite hier. Und ich muss jetzt eigentlich nur noch hier randomly pick a winner drücken. Also würde ich mal sagen, die erste PlayStation geht an... Boom! Mascha 1207. So, die zweite PlayStation geht an... Boom! K-Pop Girl! Was ein Name, ey. So, die dritte PlayStation! Wer wird es sein? Willst du sein? Geht an... Arrest... Wer? So, aber wer hat iPad gewonnen?
iPad geht an. Boom, Batuans in die Pippets. Du hast das iPad gewonnen. Und das letzte Giveaway war das iPhone. Also Leute, wer hat das iPhone gewonnen? iPhone gewonnen hat... Boom! Melina Celine! Wo ist dein Kommi? Naja, du hast auf jeden Fall trotzdem kommentiert. Das sind die Gewinner. Viel Spaß damit. So Leute, das waren die Gewinner. Ich wünsche euch auf jeden Fall da draußen viel Spaß damit. Eine kleine Info an die Gewinner. Ich werde euch bei YouTube eine Nachricht schreiben. Öffnet diese auf jeden Fall. Dort erfahrt ihr einfach alles weitere, wie ihr eure Sachen bekommt. Noch eine kleine Info an euch alle. Falls die Gewinner mir die nächsten 2 Wochen nicht antworten, weil es kann ja sein, dass sie einfach nicht mehr auf YouTube reingehen, dann wird das, was er gewonnen hat, weitergegeben an einen neuen von euch da draußen. Also, die Gewinner haben 2 Wochen Zeit, sich zu melden. Dann geben die Gewinner mir einfach die Adresse und ich werde direkt bei Amazon das rüberschicken. Bam. Das wäre auf jeden Fall lieb an die Gewinner da draußen, dass ihr danach ein Foto vielleicht auf Instagram postet oder Twitter, je nachdem, dass die Leute auch sehen, dass ihr es bekommen habt. Nicht, dass später heißt so, das ist nie verschenkt. Kriegen wir hin, oder? Das war's jetzt für das Video. Falls ihr nicht gewonnen habt, keine Angst. Und bleibt auf jeden Fall einfach so aktiv am Start, wie ihr jetzt schon seid. Denn dafür war es ja, weil ihr so aktiv seid, habe ich das alles rausgegeben. Hinterlasst einfach mal einen Daumen hoch, falls ihr mal Bock habt auf eine neue Verlosung. Und wir sehen uns auch schon wieder übermorgen, würde ich sagen. Alle 2 Tage eigentlich ein Video. Deswegen, wir sehen uns. Und peace.